In diesem Video schauen wir uns die Nahtzugabe an. Eine Nahtzugabe ist der Abstand zwischen der Stoffkante und der Naht. Und die kann verschieden groß sein, zwischen 0,7 und mehreren Zentimetern. In meinen Schnittmustern benutze ich meistens 0,7 oder 1 Zentimeter. Und hier auf gekauften Schnittmustern steht dann in der Anleitung, wie groß die Nahtzugabe sein muss. Hier ist es 1/4 inch, also 6 oder 7 mm. Und die Nahtzugabe ist auch meistens schon enthalten hier. Und das ist die gestrichelte Linie. Das ist, wo man näht, und der Abstand zwischen der Naht und der Stoffkante, das ist die Nahtzugabe. Und wenn man dann das Schnittmuster hat und das Schnittteil, dann legt man es auf den Stoff und schneidet, wenn die Nahtzugabe denn schon enthalten ist, genau an der Kante entlang, um dann das Stoffstück genauso groß zu bekommen, wie man es braucht für das Projekt. Man kann auch Gewichte auf das Schnittteil legen, damit das nicht verrutscht, oder es auch festkleben. Und wenn man mit etwas komplizierteren Schnittmustern arbeitet, dann ist es gut, wenn man mit einem luftlöschbaren Marker das Schnittteil auf den Stoff zeichnet. Und dann kann man genau auf der Linie ausschneiden. Das mache ich am meisten mit meinen Puppen für die Arme und Beine und so weiter. Das ist dann leichter, wenn man so viele Kurven schneidet. Das ist nicht so gut, wenn man dann das Papierteil oben drauf liegen hat. Die meisten Nähmaschinen haben hier so kleine, wie heißt das auf Deutsch, Grid, so kleine Linien und Markierungen, wo man ablesen kann, wie die Nahtzugabe ist. Das kann man zur Hilfe nehmen. Da hinten steht drauf 1/4 inch und 5/8 inch. Das ist hier auf, ach, da kann man auch die Zentimeter sehen. Und wenn man den Abstand bestimmen möchte, dann muss man immer von der Nadelposition ausgehen, weil natürlich die Nadel ist genau da, wo die Naht genäht wird. Und dann misst man von der Nadelposition aus, wie groß der Abstand sein muss, und kann sich dann diese kleinen Markierungen zur Hilfe nehmen. Es gibt auch bestimmte Füßchen, Nähfüßchen, die eine Nahtzugabe haben, also 0,6 mm für die ganzen Patchwork-Projekte. Und hier ist ein kleines Füßchen eingeblendet. Ich habe im Moment keines, aber hier auf der rechten Seite kann man sehen, dieses kleine Stückchen ist genau 0,6 cm oder 6 mm breit. Das ist die 1/4 inch, den man immer beim Quilten und Patchwork-Arbeiten benutzt. Das kann auch sehr hilfreich sein. Und wenn man eben kein so ein Füßchen hat, dann kann man hier abmessen. Ich messe jetzt von der Nadelposition aus ab. Und wenn ich dann ein 1/4 inch haben möchte oder 6 mm oder 7 mm, dann ist der Abstand von meiner Nadelposition genau diese kleine Rille, die neben dem Nadelfüßchen ist, unterhalb der Nadel. Und da könnte ich das genau nehmen, diesen Abstand. Und wenn ich dann eine größere Nahtzugabe habe, dann messe ich wieder ab und nehme mir dann jetzt 1 Zentimeter vor. Und da ist meine Nadelposition. Und hier ist meine Markierung, die alleräußerste Linie auf der linken Seite. Das ist genau 1 Zentimeter. Und da kann ich mir jetzt eine kleine Markierung machen. So habe ich da mir aus Klebeband eine kleine Nahtzugabenhilfe gebastelt. Die kann ich jetzt da festkleben und dann kann ich ganz wunderbare gerade Nähte nähen, und mein Stoff verrutscht auch nicht, sondern dadurch, dass ich ganz viele verschiedene Lagen von Klebeband hier aufeinander geklebt habe, gleitet der Stoff wunderbar daran entlang. Und wenn ich jetzt einen halben 1/2 inch von Nahtzugabe machen möchte, also eine größere Nahtzugabe, es ist egal. Man kann es ja immer genauso messen, wie man es haben möchte. Jetzt kann ich da mein Klebeband festkleben und dann genau die richtige Nahtzugabe haben. Ich hoffe, das kleine Video war hilfreich. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie man die Kanten von Stoffen versäubern kann, auch ohne eine Overlockmaschine. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und es war hilfreich. Gib mir doch einen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos und hinterlass mir einen Kommentar mit deinem Feedback und Videowünschen. Wenn du Lust hast, kannst du mich auch auf Facebook, Instagram und Twitter finden. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!